Es ist Tag 2. Svenja pennt. Immer noch. Hier wird gefressen. Noch nicht, es wird noch vorbereitet. Es wird noch vorbereitet zu fressen. Wir haben festgestellt, ich sollte eigentlich Kosmetikerin für Leichen werden. Um sie aussehen zu lassen, als wären sie so richtig schön tot. Das ist eigentlich Svenjas Vlog, aber ich vlogge jetzt. Da wird geschminkt, da ist wieder der Nippelbonus. Tag 2, oh Gott, Augenringe des Todes, ich hasse dieses Licht, eigentlich sollte ich schon gewohnt sein. Tag 2, Dokumi, wir sind bereit, wir sind heute als Alice und Alice da, ich aber heute ohne Kontaktlinsen, weil ich heute früh schon stark meine Allergie gemerkt habe und gedacht habe, ich verschone immer meine Augen, fällt fast eh nicht auf. Ja, wir haben noch, Alice ist überhaupt nicht dabei, egal, wir haben noch Prints, wir haben noch Masken, wir haben noch Serums, wir haben noch ein paar Bilder, also wir sind mega bereit und freuen uns auf euch. So, es gibt mal Vlog-Teil. Luca muss gleich in den Vlog, weil Luca ist wieder da, aber erst kurzer Zwischenstand. Wir hatten zwischenzeitlich zwei Gewinner. Ein Puzzle ist weg, ein Print ist weg. Komm vorbei, kauf Lose, bis ich den Vlog hochlade, ist Edith und Tomi vorbei. Und jetzt mein geliebtes Interview-Moment. Hallo Luca, wie findest du die Con? Hallo, ich bin die Luca, ich bin das erste Mal hier und die Con ist echt der Hammer. Geil! Vor allem, ich hab dich schon, gestern schon mal so Kaugummi kauen drauf gehabt. Ja, mach nichts anderes. So, hallo, ich warte, Uhrzeit check. Es ist 15.47 Uhr, das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr als 2 Stunden. Man merkt heute deutlich, dass Sonntag ist, aber wir hatten heute jetzt, ich glaube, schon 4 oder 5 Gewinner bei unseren Losen. Das heißt, heute ist die Gewinnchance groß. Also Leute, kauft. Moment, hier, einmal winken. Perfekt, und jetzt gibt's Kundschaft, also muss ich wieder aufhören. So, hallo. Wie ihr seht, schon Postcon, weil, ja, wir haben Hashtag no makeup, Hashtag woke up like this. Highliner und Fleek. Ja. Oder auch Eyebrows und Fleek. Oh, meine Zähne. Ich habe tatsächlich mal so relativ 2 ähnliche Augenbrauen. Die sind nicht Strangers heute so. Entweder vertot von mir. Die sind Geschwister. Ja, wir haben es dann nicht mehr so auf die Reihe gebracht zu filmen. Es haben heute relativ viele bei unseren Losen gewonnen. Das war sehr schön. Und waren auch viele da, Hallo zu sagen. Allerdings natürlich nicht so viel wie gestern, aber Samstag ist ja auch so ein bisschen der Haupttag. Also man hat halt heute schon stark gemerkt, dass Sonntag ist, aber nichtsdestotrotz haben wir uns über jeden gefreut, der da war, weil es waren dann doch einige Freunde da und hatten viel zu labern, zu quatschen. Und dementsprechend gab es halt nicht so viel zu berichten letztendlich. Wir hatten dann mal ein kleines Interview mit Messehunter. Wir sind sehr gespannt, was wir da eigentlich so erzählt haben. Und genau, das war so wahrscheinlich nur Scheiße. Ja, und ganz am Ende hat Jasmin noch einen kleinen Herzinfarktanfall bekommen. Nur ein ganz ich habe halt Cosplayer getroffen, die aus Russland kommen. Das ist so, Russland ist schon ein bisschen weiter weg von uns und das ist, ich werde da wahrscheinlich auch niemals hinkommen, weil ich kein Russisch spreche und ich werde nicht allein verreisen. Egal, auf jeden Fall war das dann so, okay, ne, so 2 Cosplayer, die ich übelst hype, sind halt so in Deutschland, auf der gleichen Con wie ich, quasi im gleichen Raum. Aber ich kann da nicht hin, weil ich an meinem Stand festhänge und die hatten keinen festen Standort und ich kann jetzt nicht 3 Stunden hier dumm rumlaufen und die suchen. Und dann sind die halt, als ich meinen Petticoat schon ausgezogen hatte und mich eigentlich umziehen wollte, standen die plötzlich vor unserem Stand und dann habe ich einen kleinen Schlaganfall bekommen. Ja, dann, das geht mir gut. Dann war natürlich auch keine Zeit mehr, irgendwie was zu filmen. Dann waren wir natürlich sehr glücklich, weil die waren mega, die waren super nett. Die waren super lieb, wirklich. Also das war echt cool. Also ich kenne ja die, also ich bin ja kein Attack on Titan Fan, ich kenne das ja nicht so wirklich, aber die sahen... Und dann bin das ich so. die sahen richtig gut aus. Also das war so, das sah schon gut aus, ohne dass man den Anime-Manga wirklich kennen muss. Und die waren halt wirklich mega nett. Also die waren super lieb. Die haben uns auch so viel Süßes geschenkt. Ja, die wollten von uns aber nichts annehmen. Nein! Der Aaron hat einfach dann so Süßkram, japanischen Süßkram verteilt. Und dann haben wir denen ein Foto von uns geschenkt, weil sie das schön fanden. Dann wollten die das nicht annehmen. Und dann wollten die uns Wein geben, weil das eine russische Tradition ist. Und es war so, nein, sie fährt und ich vertrag das nicht. Ja, ich trinke sowieso keinen Alkohol. Aber es war so, ich erkläre das denen jetzt nicht. Ich fahre einfach Auto. Das Beste war das mit der Nase. Wir haben halt einfach, ich weiß, wem der Name Levi Ackerman was sagt oder Levi Ackerman, was auch immer. Der ist ja so relativ so grumpy und lächelt eigentlich nicht wirklich. Und wir haben halt diese In-Character-Person voll zum Lachen gebracht, als es hieß, so, ja, sie könnte Oswald Cobblepot wegen der Nase cosplayen. Das war so, yes, no, oh mein Gott. Das war so, ja. Ja. Ist klar. Danke. Verdammt. Gut, dass man es sieht.
vielleicht irgendwann, wenn ich irgendwann mal, ich weiß aber, nicht. Aber er fand deine Kopfsprite ja toll. Ja. Das war schön, es war wirklich sehr schön. Da habe ich mich auch sehr gefreut über die beiden. Das war eigentlich so unser wirkliches Highlight, so ganz am Ende. Direkt danach haben wir eigentlich den Stand abgebaut, weil es dann schon 18 Uhr war. Dann war ich eh durch. Ja, und haben das Auto dann noch geholt und sind dann eigentlich direkt nach Hause. Das heißt, an der Front gibt es nicht so viel zu berichten. Aber was können wir denn allgemein sagen? Weil das war jetzt meine erste Dokumi, aber ich war jetzt eigentlich nur an dem Stand, weil natürlich, wenn man sich einen Stand nimmt, so als Cosplayer-Pärchen, Cosplayer-Paar, Cosplayer-Duo, was auch immer, und dann ist nur einer da oder es ist keiner da, ist das natürlich so ein bisschen witzlos, weil... Ne? Ja. Deswegen waren wir eigentlich so 90% der Zeit am Stand, bis auf halt mal kurz mal durch die Halle zu gehen und dann festzustellen, so, wir müssen gar kein Geld ausgeben, es ist für uns nichts dabei. Das war dann eigentlich positiv. Ja, nee, und ansonsten, man ist halt sehr viel an einem Standort, man ist halt viel gebunden, man will natürlich auch ein paar Prints verkaufen, ein paar Sachen, die wir gebastelt haben. Das Gute ist halt, dass die Freunde einen relativ schnell finden, wenn man keinen beschissenen Standort hatte. Da hatten wir halt wirklich Glück. Wir haben halt wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Standort gehabt. Also wir waren leicht auffindbar. Wir waren auf so einer Hauptstraße direkt am Eingang. Das war eigentlich super. Nur unsere Nachbarn haben uns leider leicht mit ihrem Banner verdeckt. Das ist uns aber zu spät aufgefallen. Dann wollten wir auch nichts mehr sagen, weil es war dann so, okay, jetzt ist der erste Kontakt. Wir haben Kontakt. Den Zeitpunkt verpasst, dann hätten wir sagen können, hey, euer Banner steht halt einfach genau vor unserem Stand. Genau sollen vor unseren, wir das mal machen? Genau vor unseren Gesichtern. Aber... Da waren wir dann zu spät dran, war dann auch okay. Man hat uns ja trotzdem sehr gut gefunden. Und das war eigentlich ganz cool. Heute war aber halt so ein typischer Sonntag einfach. Ja. Also sonntags ist ja auf den meisten Cons weniger los. Und das hat... What the fuck? Wir haben ja noch Cosplay-Besuch hier. Das ist so, du findest diese random irgendwelche Props einfach so in deinem Bett-Couch-Ding liegen. Was? Ja, auf jeden Fall. So ein Sonntag ist ja eh schon immer weniger los. Das hat man dann heute auch so ein bisschen gemerkt. Es waren halt weniger Leute da. Ja. Es war zwischendurch mal leerer, aber es war eigentlich angenehm, weil das ist dann halt echt cool, wenn man einfach sitzen kann. Das stimmt, ja. Also wir haben natürlich keine Fotos gemacht, weil das ist so, wenn dann macht es halt zu zweit nur übermäßig Sinn und wir haben ja unsere Cosplays erst geshootet und wenn, dann wollen wir halt nochmal ein vernünftiges Shooting in Ruhe machen. Gerade mit Starfire and Raven hatten wir bisher immer nur Con-Shootings und noch nie ein richtiges Shooting. Das müssen wir unbedingt nochmal nachholen und Alice und Alice wollen wir ja eh, wenn dann nochmal ein aufwendiges Shooting mit Composing und... jetzt, wo wir die Basics haben, können wir auf die Scheiße hauen. Genau, jetzt, wo wir mit den Basics durch sind, wissen, wie das Cosplay wirkt und wie wir zueinander stehen müssen, können wir jetzt richtig anfangen. Genau, deswegen war das so eigentlich gar nicht so dramatisch. Das ist gut, weil wir sonst ja immer sehr hinter Fotos sind und gerne Fotos machen und gerne Fotografen suchen und mit Freunden shooten und dann gerne Fotos auch haben. Und das war dann aber mega entspannt, das mal eben nicht so zu machen wie sonst immer und nicht so den Drang zu haben, ja, ich brauche jetzt Fotos, ich muss unbedingt gucken. Natürlich kannst du halt nicht in dem Nordpark mit deinen Freunden abhängen, das war natürlich schon schade. Das heißt, ich habe davon halt leider gar nichts gesehen, der muss ja so schön sein. Aber hey, ich war mal auf der Dokumi. Ja, und im Vergleich zur RPC letzte Woche ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, weil das ja eine pure Anime-Manga-Cosplay-Convention ist. Und das ist natürlich eigentlich nicht zu vergleichen mit der Roleplay-Convention, die ganz süß war. Aber halt, Roleplay-Convention ist halt nicht so groß und wir hatten halt auch nicht so einen großen Stand und nicht so einen guten Standort tatsächlich. Das heißt, es war natürlich jetzt hier mega viel los und viele Leute getroffen, viele Fans getroffen, die sich auch über uns gefreut haben. Es hat diesmal keiner geweint, glaube ich. Hat einer geweint? Nein, heute aus dem Fall immer nicht. Ich habe geweint. Ja. Wie man sieht. Ja. Genau. Ansonsten gibt es eigentlich nichts weiter Spannendes zu erzählen, weil, wie gesagt... Ja, das Ding ist halt, dass der auf der Dokumi jetzt... Das klingt so ein bisschen komisch, aber so mehr so unsere Zielgruppe halt war. Also unsere Fans eigentlich, oder? Genau, unsere, also die Leute, Freunde auch von uns. Sind halt auch eher so etwas jünger tatsächlich, also so zwischen 13 bis 16, 18, würde ich sagen. Wir folgen tatsächlich mehr Männer. Die waren nicht da, Gott sei Dank. Meine Fans waren da. Also schön, was halt wirklich schön war, ist halt einfach, dass wir Fanarts bekommen haben. Ja. Dass dann halt Leute an den Stand kommen und uns halt Bilder schenken, die sie uns oder gemalt Süßigkeiten haben. Oder Essen. Oder das ist sogar noch viel besser. Essen und Süßigkeiten haben wir heute auch wieder bekommen. Das es war auch mega lieb. Dann hypst du irgendwelche Cosplayer, die du triffst und die füttern dich erstmal. Hier, nimm Essen, aber fass mich bitte nie wieder an. Ja, bitte. Aber was anderes wollen wir von euch nicht haben. So. Ja, genau. Hauptsache nimmt unser Essen. Nein. Wein, Essen, alles gut. Wein, Essen könnt ihr alles haben. Wodka. Ja. Kartoffeln. Hab ich... Das war sogar, er meinte ja, es ist viel wichtiger, dass du weißt, was Kartoffel auf Russisch heißt, als ja und nein. Ja, und der Mythos ist gelegt. Svinja heißt tatsächlich Schweinchen, Schwein. Wie der sich gefreut hat. Wie sich gefreut hat. Der hat einfach voll gelacht, deswegen so, oh mein Gott, die nennen ihre Kinder Schwein.
Und als ich gesagt habe, ja, what's your name? Jasmine. Und er, oh Gott, ist oh, so schlimm. Ja, keine Ahnung, wie man das schreibt. Ja, vor allem, weil die auch in Kyrillisch eigentlich schreiben. Das ist ja dann noch mal komplizierter. Und, sie haben es versucht. Sie haben es versucht. Das war aber wirklich unser Highlight heute. Die war echt süß. Und das Schweinchen, die Svenja, verabschiedet sich jetzt dann. Die Kartoffel auch. Katoschka. Ei, ei, ei.